Guten Morgen. So, wir haben draußen angenehme 6 Grad. Heute fahre ich wieder zu einer Dauerpflege. Wäre schön, wenn du mit dabei bist. So, und damit fahren wir auch direkt los. Werkzeug habe ich schon gepackt. Ich liege dann auch mal in den letzten Vorbereitungen für die kleine Ostertour. Ja, weil hier steht jetzt nichts mehr, Gott sei Dank. Ist mal alles jetzt im Bus drinne. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden, aber das ist zu vernachlässigen. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Und ich fahre jetzt direkt zur der Stammkundin. Ist jetzt das letzte Mal vor Ostern, dass ich da hinfahre. Heute, naja, gucken wir mal das Wetter. Denke ich mal bewölkt bis durchwachsen. Regen soll Gott sei Dank nicht kommen. Und dann schauen wir uns einfach mal gleich im Garten um, was da los ist. Und ja, ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag da verbringen und noch ein paar Kleinigkeiten schneiden. Boah, heute Morgen ist echt frisch, ne? Naja, dann wollen wir gleich dickes Jäckchen anziehen, ne? Ja, der Rasen ist wieder gewachsen. Den hatte ich letztes Mal ein bisschen runtergeschnitten. Und gucken wir mal, ansonsten geht's eigentlich, ne? So viel ist jetzt nicht zu tun, ja. Weil halt jetzt der Übergang zum Frühling ist, ist zwar tagsüber relativ warm. Gestern war auch schöne Sonne. Es ist noch nicht so in Wallung, wie ich gerne hätte. Ne? Rose, die fangen schon an. Ne? Ansonsten geht's. Ja. Da hinten der Strauch, der blüht jetzt langsam sehr schön. Ne? Hier war die Stadt wie in dieser Hochspannungsleitung. Ja, wie man sieht, stadtmäßig, ne? Und so riesig war das Ding nicht. Und da hinten das Zeug lassen sie alt stehen. Naja, manchmal denke ich auch, die machen nur Sachen, wo sie gut drankommen, ne? Naja, kann man ja verstehen, ne? Aber insgesamt hier die Hecke muss ich zurückschneiden ein bisschen. So viel kann ich nicht, weil die hat vorher ja so viel Blätter verloren. Dann, wenn wir hier hintergehen. Weil das wächst hier langsam komplett zu. Da muss ich mal eiskalt hier reinhalten. Der Nachbar wurde schon aufgefordert, hier wegzuschneiden. Aber wie man sieht, bald ist hier alles zugewachsen. Ne? Da werde ich ein bisschen Schnippischnappi machen. Ne? Ist halt dann so. Zwei, dreimal Bescheid gesagt. Und wenn dann nichts passiert, dann schnappt man halt selber. Ne? Je nachdem, wenn der Kunde das haben will. Ne? Selber entscheiden kann ich das natürlich nicht, ne? So, jetzt haben wir die blöden Garnituren wieder stehen. Kann ich die wieder wegrücken beim Rasenmähen? Naja, da steht die komische Bank wieder. Naja, Frühling kommt so langsam. Ja, letztes Mal hatte ich sehr tief runtergeschnitten hier und ein bisschen hier sauber gemacht. Ja. Weiß nicht, kannst du wahrscheinlich hören, es ist sehr windig heute, ne? Ich hoffe, das verschwindet jetzt ein bisschen. Oh, Junge, echt unangenehm, ne? Ja, ansonsten geht's, ne? So viel ist heute leider nicht zu tun. Schade. Ein bisschen schneiden. Hier hatte ich letztes Mal ein bisschen geschnitten. Ja, müsste aber eigentlich noch weiter rausgeschnitten werden. Ich lasse die abblühen und dann werde ich da nach und nach rausschneiden. Ja. Genau, da hatte ich letztes Mal geschnitten. Naja, wir gucken mal. Ich fange mal vorne im Vorgarten an. Da geht's relativ. Da sieht's relativ gut aus. Ja, weil es abends so kühl ist, deswegen wächst halt nicht viel, ne? Naja, wir gucken mal. So, hier bin ich jetzt fertig. Das sieht hier alles gut aus. Hier sauber gemacht. Den ganzen Weg sauber gemacht, gepustet. Fällt immer so ein bisschen was an. Hier wollen es halt sehr gepflegt haben hier, ne? So, und jetzt hier der Vorgarten. Hier habe ich jetzt auch Blätter entfernt, alles sauber gemacht, Unkraut entfernt. So viel ist noch nicht da, aber naja, es geht, ne? So geht's ganz gut. Ich kann dir leider nicht alles zeigen, da leider hier auch noch Autos rumstehen, ne? So, aber das ist dann so die Hauptarbeit, weil es soll hier eigentlich immer tipptopp sein. Deswegen komme ich auch so oft hier hin und deswegen mache ich halt auch die Arbeit so genau. Dafür werde ich ja bezahlt.
Und ja, jetzt muss ich das mal aufarbeiten hier hinter und so. Die Stellen, die man nicht so richtig sieht, werde ich auch heute sauber machen. Jetzt fange ich hier an und dann arbeite ich mich weiter in den Garten. Sehr, sehr schön. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ist die ganze Zeit schon so ein bisschen dran, aber es war eigentlich kein Regen gemeldet. Naja, hier ist ein gleich da kleiner Sturmschaden. Ich habe jetzt schon die ganzen Blätter hier rausgepustet, habe hinten schon die ganze Einfahrt sauber gemacht. Jetzt kommt so langsam das Unkraut wieder. Das merkt man. Hier die Seite. Mal gucken mit dem leichten Regen noch. Ich hoffe, ich schaffe das noch heute. Ich will hier den Ilex auf jeden Fall heute noch schneiden. Der kommt mir sonst zu weit raus. Und der kann wächst jetzt auch noch dieses Jahr. Und dann kann ja auch wieder mal ein bisschen dichter werden, weil er so auf der komischen Ecke steht. Die Hecke schneiden. Ja, weiß ich heute noch nicht. Ich hoffe, der Regen hört gleich wieder auf. So, bin es gerade die restlichen Arbeiten am machen, gerade mit dem Laubgebläse hier über die ganzen Pflasterflächen nochmal soweit alles sauber machen. Ja, hier habe ich alles soweit jetzt fertig, Rasen gemäht, Blätter entfernt und jetzt mache ich nochmal hier die Kleinigkeiten, weil hier sehr viel Wert gelegt wird auf Sauberkeit. Die Leute wollen das halt so haben und dann wird das auch so gemacht, ne? Ja, ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich habe so einigermaßen die Sachen geschafft, die ich machen wollte. Ja, hier hinten muss ich noch mal gucken. Hier, ja, sind jetzt wilde Erdbeeren. Mal gucken, die lasse ich hier stehen. Hier hinten wirklich juckt es die Leute nicht. Warum nicht? Ja, weil halt man das nicht direkt sieht, ne? So sieht's halt aus. Ich packe jetzt das ganze Werkzeug zusammen. Ich habe noch die Beete ein bisschen sauber gemacht. Und dann packe ich das alles zusammen und dann bin ich auch dann hier schon fertig. Ich bin wieder hier. Ich habe schon alles weggeräumt. 9 Grad draußen. Der Frühling will noch nicht so kommen, ne? Das Beste ist, ich stinke. Oh, Jungs und Mädels. Ah. Freunde, Katastrophe. Warum? Die haben einen Hund. Ja, leider kommt es mir manchmal so vor, als wenn der Hund mit Parfüm eingeseift wird. Und da ich kein Parfüm mag, werde ich direkt Kopfschmerzen davon bekommen. Ist das genau das Richtige für mich? Die ganzen Hände riechen danach. Ich habe schon desinfiziert die Hände, aber kannst du knicken, ne? Naja, muss man mit klarkommen, ne? Naja. So ist es halt, jeder geht mit seinen Tieren anders um. Ich würde das dem Hund nicht antun, weil man weiß ja, die riechen viel, viel besser als wir. Das heißt, naja, kannst es dir denken, ich würde es nicht machen. Das ist, finde ich, für einen Hund eine Qual, aber ich kann den Leuten da nichts sagen. Das muss jeder selber wissen. Ich kann nur Tipps geben, wenn das einer hören will. Ansonsten geht's halt nicht, ne? Ja, ich bin jetzt wieder hier, habe alles weggepackt. Ich muss jetzt Abflug machen. Ich muss heute früher frei machen. Ich habe Physiotherapie. Davor muss ich noch nach Hause mich umziehen. So ist das halt. Dann muss ich morgen gucken. Morgen soll es regnen. Ich muss noch einen Kunden jetzt anrufen wegen morgen, ob das klappt. Und ja, ansonsten habe ich dann morgen schon schöne Ostern. Das werden wir dann sehen. Ich werde dich aber trotzdem hier weiter mitnehmen auf meiner Tour. Das wird nichts Besonderes, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Einfach testen, ausprobieren. Ja, wie es halt so ist auf einer Testtour, ne? Naja, gucken wir mal. Ich bin echt mal gespannt. Erst mal mit dem Camper raus. Freut mich, habe ich richtig Bock drauf. Und dann würde ich sagen, bleib gesund und bis zum nächsten Video.